Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein super DIY für euch. Und zwar zeige ich euch, wie ihr ganz einfach diese Gesichtswasser herstellen könnt. Die kann man ganz einfach mit Zutaten machen, die jeder wahrscheinlich zu Hause hat. Und zum Beispiel bei meiner Gesichtsroutine ist Gesichtswasser überhaupt nicht mehr wegzudenken. Und wie ihr die ganz einfach und schnell machen könnt, seht ihr jetzt in meinem Video. Das erste Gesichtswasser, das ich euch zeige, ist für normale und trockene Haut. Dafür benötigt ihr 2 Teebeutel Grüntee, das wirkt antibakteriell und antioxidativ. Dann benötigt ihr auch noch eine halbe Zitrone für das Vitamin C und noch 100 ml kochendes Wasser. Zuerst schneiden wir die Zitrone zu und pressen die Hälfte in ein Gefäß. Dann geben wir noch die Teebeutel dazu. Und lassen das Ganze ein wenig stehen. Anschließend geben wir das kochende Wasser dazu. Und lassen es so lange stehen, bis es kalt ist. Nachdem es einige Zeit geruht hat, rühren wir es wieder etwas um. Und sieben das Ganze ab. Dieses Gesichtswasser füllen wir in eine Flasche, dafür benutze ich eine alte Laschflasche. Und schon ist unser Gesichtswasser für trockene und normale Haut fertig. Das zweite Gesichtswasser, das ich euch zeige, ist für ölige Haut. Dafür benötigen wir Apfelessig, das ist antibakteriell und dazu noch entzündungshemmend. Dann brauchen wir auch noch Wasser und ein Gefäß eurer Wahl. Ich benutze hier ein altes von Lush. Dafür befüllen wir die Flasche mit 1/3 Apfelessig. Und dann 2/3 noch Wasser. Nun könnt ihr den Deckel draufschrauben und fertig ist euer Gesichtswasser für ölige Haut. Um die Flasche noch aufzuhübschen, könnt ihr noch solche Etiketten ausdrucken oder selber gestalten. So einfach, günstig und schnell habt ihr euer eigenes Gesichtswasser hergestellt. Das war's auch schon mit dem Video. Alle Zutaten findet ihr noch unten in der Infobox. Übrigens würde ich euch noch empfehlen, diese Gesichtswasser im Kühlschrank zu lagern und innerhalb einer Woche aufzubrauchen. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal.